So, das müssen wir mit Dornan sprechen. Hier sind Überreste. Oh, Gold. Warum sagt denn keiner, dass hier Überreste sind? Zumindest ein paar. So. Bitte, braucht ihr irgendwas? Hat er überhaupt was zu verkaufen? Nee, ne? Ich bin bereit, den Unterberg zu betreten. In Ordnung. Ihr habt meine Erlaubnis, in den Brunnen zu klettern. Dort befindet sich ein Hebel, um die Wirtin abzusenken. Viel Glück, Lord. Ich hoffe, wir sind bereit. Ich speichere mal noch ab. Wenn wir es nicht bereit sind, dann haben wir ein Problem. Wollt ihr in die dunklen Tiefen des Brunnen hinabsteigen? Ja. Oh, direkt werden wir begrüßt. Ein ausgemergelter Goblin schleicht sich müde aus den Schatten. Er kommt nur sehr vorsichtig näher, jederzeit zur Flucht bereit. Ihr seid kein Feenwesen. Nein, nein, nein. Aber ihr arbeitet nicht für den Ogre. Nein, nein, nein. Grovel hat euch noch nie gesehen. Würde sich erinnern. Vielleicht arbeitet ihr für niemanden. Vielleicht, ja, nein. Ich diene ausschließlich mir selbst. Ja, das sei gut. Gut, 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 gut. Hier unten seien alle mit Schurke geworden. Kämpfen und murksen sich dauernd ab. Aber ihr, nein, nicht. Nein, nein, nein. Dickens sieht den Goblin misstrauisch von der Seite an. Dickens denken, ihr wollt das Boss euch anheuern. Nun vergessen es. Boss brauchen eure Hilfe nicht. Ihr habt Dickens. Oh, danke. Nein, nein, nein. Grovel möchte nicht angeheuert werden. Nicht, wenn das bedeutet, tiefer in den Unterberg zu gehen. Grovel möchte nur sprechen. Ihr wollt reden vielleicht? Reden können Grovel gut. Kein Kampf, keine Magie. Aber Informationen könnten Grovel geben, jede Menge. Ihr habt Fragen? Grovel werden euch helfen. Aber nicht kämpfen, nein? Genug gestammelt, ich bin nicht in Stimmung für diese Goblin-Gefase. Erstmal kriegen. Da haut er weg. So. Dicken! Dicken! Dicken Rügen! Ne. Vergiss es. Gut. Erstmal mein Feuerelementar holen, weil. Groß scheint das Gebiet nicht zu sein. Huch. Skelett. Sind nicht mehr als Knochen von toten Wesen. Das hätte ich jetzt auch vorher sagen können. Zack, gebufft. Ich liebe das. Das ist so schön, dass man auf einmal Buffs hat, wie Sau. Unterberg, Ebene 1, Zentrum. Ui, sieht das nett aus hier. Ja, eine Fackel nehme ich mal mit, vielleicht brauchen wir sie später noch. Allein um halt ein bisschen Licht zu machen, ist eine Fackel nie verkehrt. Sonst war hier nichts, ne? Ne. Ich sehe Fallen. Dickens, kannst du Fallen entschärfen? Wahrscheinlich nicht. Oh. Dickens sehen tote Leute. Und in diesem Fall, Dickens sehen Bardin aus Taverne. Ihr erinnert euch. Die ist offensichtlich hier draufgegangen. Die ist natürlich erledigt, ja. Er hat aber immer noch einen arroganten Blick. Interessant. Naja, setzen wir den Stecken ein. Dafür haben wir ihn ja schließlich. Seid gegrüßt. Die Frau schlägt die Augen auf. Sie schaut sich um, teils überrascht, teils immer noch vor Entsetzen. Gepackt.
Als sie erkennt, wo sie ist, wird sie blass. Das ist der Unterberg. Wie bin ich? Was ist geschehen? Bin ich gestorben? Wer seid ihr? Oh, das tut jetzt nichts zur Sache. Ihr seid gestorben und ich habe euch wieder zum Leben erweckt. Bei der Verfolgung des Betrachters kam es zum Kampf. Ich wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen und getötet. Sie nickt bedächtig. Jetzt erinnere ich mich. Danke, dass ihr mich ins Leben zurückgebracht habt. Wo ist der Rest eurer Gruppe? Da krieg ich eine Ratte. Ich überlege gerade. Zwei Baden mitzunehmen ist eigentlich schlecht. Ja, wo ist der Rest eurer Gruppe? Ich habe keinen Schimmer. Wäre die Jagd erfolgreich verlaufen, hätte mich Lino mit Sicherheit ins Leben zurückgerufen. Die hätte mich nicht hier zurückgelassen. Sie denkt kurz nach, naja, Tommy vielleicht, aber Lino oder denen niemals. Vielleicht sind sie tief in das Gewölbe eingedrungen oder gestorben. Ich weiß es nicht, sie erschaudert mit den Gedanken. Wieder ein paar Abenteuerknochen mehr, die hier herumliegen, hoffentlich nicht. Okay, ich muss mich wieder auf den Weg machen. Sie nickt und versucht, die Wege einzuprägen. Ich werde den Rückweg zum Eingang schon finden. Sie schnauft verächtlich. Weit kann ich ja nicht gekommen sein, oder? In jedem Fall nochmals herzlichen Dank für meine Rettung. Das ist nicht gerade der epischste Moment meines Lebens, aber wenigstens nicht der letzte. Viel Glück. Und wenn ihr mich braucht, ihr findet mich im Gasthof. Auf ich jedenfalls. Hätte ich Deacon jetzt nicht, hätte ich die mitgenommen. Das noch? Oh, ein Streitkolben plus 3. Fürchterlich viele Säulen stehen da, sagen Deacon. Vielleicht sollen eine Art Rätsel sein. Irgendwas, um euch von nächster Ebene abzuhalten, vielleicht? Möglich. Okay, eine Regenbogenbrücke. Vor euch am Boden befindet sich ein großer Hebel, doch er scheint nicht zu funktionieren, weil so etwas wie ein Steuerstab fehlt. Was wollt ihr tun? Nichts tun. Okay, es fehlt ein Steuerstab. Gehen wir mal hier... Boss. Ja. Deacon schaut sich zunächst vorsichtig um und fährt dann fort. Ja, ihr wisst, dass wir jetzt im Unterberg sein, ja? Ja, natürlich, und? Der Kobold schreckt etwas zurück, offensichtlich etwas unsicher geworden. Nun ja, ihr wisst, was das bedeutet, ja? Ich bin mal neutral zu Deacon. Nein, was denn? Ne, ich steige ihn an. Deacon tänzt nervös hin und her. Das bedeutet, wenn man erst einmal im Unterberg ist, dann kommen so schnell nicht mehr raus. Eine Magie, die uns überall hinbringt, funktioniert hier nicht. Habe ich gehört, Deacon? Oh, Boss, wissen das schon? Deacon hätte wissen müssen. Tut mir leid, Boss. Deacon sei bloß etwas nervös. Deacon hat viel gelesen über Unterberg. Ihr wisst viel über den Unterberg, stimmt's? Damals, als Deacon richtig hart arbeiten müssen für alten Boss, da haben er viele Bücher gelesen, aber Boss lieben Geschichte. Geschichten über den Unterberg und Deacon haben immer vorgelesen, wenn er welche gefunden habe. Viele davon waren vielleicht bloß Geschichten, aber viele davon stimmten auch. Alter Boss halten Bücher, die sonst niemand besessen. Vielleicht wissen Deacon mehr als andere. Manche Dinge, die Deacon wissen möchte, er lieber nicht wissen. Wie zum Beispiel die Geschichte über den Magier Halaster. Ein Mensch, der das hier liest, das hier alles gebaut haben. Ziemlich verrückt waren der. Wollten jeden umbringen, der irgendwie hineingekommen. Das machen Deacon nervös, sehr nervös. Ja, solange ihr in meiner Nähe seid, habt ihr nichts zu befürchten.
Dekin grinst breit. Dekin weiß das. Dekin machten sich mehr Sorgen um Boss als um Dekin. Also, zurück zu unserem Abenteuer, Boss. Ja, wie ihr wollt. Dekin ist gerade dabei, sich umzudrehen, doch dann hält er inne und hebt seine kleine Hand. Oh, Dekin haben noch eins zu sagen. Was? Das hier ist ein großer und gefährlicher Ort. Vielleicht wollen wir mit Dekin drüber sprechen, welche Taktiken Dekin einsetzen soll. Momentan nicht. Gut, Boss, zurück zum Abenteuer. Ich habe das ja schon längst geklärt. So, ich wollte hier rein. Und da wir jetzt hier im Kampf sind, buffe ich mich mal kurz. Nur das Nötigste. Dekin singt und macht dazu den fettesten Buff, den ich jemals gesehen habe. Heilige Scheiße. Okay, keiner hat Nahkampfwaffen. Noch nicht. Was brauche ich nicht. Wir sind fertig. Okay. Er hat gesungen, weil irgendwie ein Kampf entstand. Das ist ganz besonders. Doch, das ist es. Irgendwo da hinten war der. Irgendwas habe ich gebannt. Nicht gebannt, okay. Dann ist er schon anscheinend. Da ist er doch. Warte mal. Mächtige Magie bannen. Einfach mal hier rein. Ich bin mit der Geduld am Ende. Ich mache jetzt einen Feuerball in die Richtung. Au, au, au. Das ist ein übler Zauber. Klingenbarriere nennt er sich. Kann einen schon fast umbringen. Hör mal auf. Okay, haut es ein. Überreste. Eine Heilertasche für uns. Und noch eine Truhe. Einschlagen. Das wird mich ganz besonders erfreuen. Eine Rüstung. Eine Lederrüstung plus 3. Die ist gut für Geschicklichkeitsläufer. Ein Langschwert plus 3. Könnte unser neues Schwert sein. Müssen wir mal gucken, ist das ein Zweihänder? Jo. Nee, ist. Oh, ich kann also beide tragen. Cool. Was heißt es denn? Doch, ich brauche ich nicht mehr. Weihwasser kommt wie immer hier hin, falls wir es brauchen. Und eine Lederrüstung. Was hat Dekin nochmal für ein Gepäck? Also er kann ja offenbar auch gut mit Geschicklichkeit umgehen. Sonst hättet ihr den Armbrust nicht. Was sind das auch plus 3? 2 plus 3 und das sind ja 3 plus 3, ne? Ja.
Er verliert also einen Punkt. Hat aber dafür mehr Geschicklichkeit und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Deacon hat eine neue Rüstung.